So, jetzt haben wir hier einen Sandhaufen. Da hilft uns natürlich Leslie mit dem überaus praktischen Besenwesen weiter. Hoffe ich doch mal. Ach, das sieht doch gut aus. Nach einigen Minuten emsigen Fegens. Ha-Chi! Gesundheit! Es lebt! Ha-Ha-Chi! Ich mache nur ein kleines Nickerchen und was passiert? Ja, was passiert denn? Ein unhöfliches Alien und ein ziemlich hässliches dazu fegt mit mir im Sand. Ich bitte um Verzeihung. Manche Wesen haben Nerven. Ja, sehr geil. Ich suche mir einen anderen Planeten, auf dem es ruhiger zugeht. Und da ist er weg. So, dann hat, glaube ich, Melissa das Glück, den schönen Schlüssel zu haben. Aber ich glaube, der passt hier gar nicht. Das klappt nicht. Ja, da hätte jetzt der Schlüssel, den du kaputt gemacht hast, du olle Luder, du olle Kamel, der hätte da reingepasst. Ja, was machen wir da? Dann machen wir doch mit einem übergroßen Haarnadel, mit einer übergroßen Haarnadel einmal diesen hier. Und das Loch ist offen. Hier sehen wir nochmal die gleiche Pyramide oder den gleichen Aufbau wie die Sphinx. Hier sind auch wieder Augen. Und das hier ist analog. Hier ist eine Fackel, was auch immer die macht. Ich kann sie nicht benutzen. Hier ist nicht genug Sauerstoff, aber man sieht, das Ding ist analog aufgebaut zu der Pyramide in Kairo, wie wir sehen werden. Und jetzt brauchen wir auch wieder Mesle und Lelissa, ja. Leslie und Melissa. Und eine wird hier mal gegen die Füße des Sarkophags drücken. Die waren früher übrigens furchtbar hässlich. Und hier drin war es, meine ich, auch noch stockdunkel. Und dann brauchen wir Leslie noch. Ah, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, ob das auf der Erde war, wo es stockdunkel war. Nee, ich glaube, es war hier. Und das war früher in der C64-Version ein Horror, in dem Raum dann hier die Füße vom Sarkophag zu finden. Ah ja. So, und da brauchen wir den goldenen Schlüssel. Das heißt also, alles nochmal auf Anfang, du dahin. Die Leslie wird mal das Drücken übernehmen. Wir werden nochmal zu Melissa wechseln, die Treppe nach oben geht. Gefolgt von Zack. Ja, das ist jetzt so ein bisschen hin und her wechseln. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass das früher immer mit Ladesequenzen verbunden war und das Gepfeife furchtbar ist. So. Nein. So geht das Loch jetzt nicht zu. Steht da Zack noch in den Füßen? Nanu, ich bin etwas verwirrt. Muss man die jetzt wieder ziehen? Ich kann das nicht bewegen. Das ist etwas komisch. Ah, jetzt ist es zu. So. Ja, das Spiel macht manchmal natürlich, was es will. Oh, das Gepfeife ist ganz schrecklich. Jetzt haben wir hier den goldenen Schlüssel. Warum der nochmal hier separat gebraucht wird? Auf jeden Fall ist das hier, glaube ich, auch zeitlich begrenzt, bis das. Ich wusste. Ich kann es nicht aufnehmen. Es wird von seltsamen Kräften festgehalten. Ach, meine Güte, Freund, hier. Muss man da auch noch schnell sein. Jawohl, das war's schon. Nein, wir werden erstmal Zack in Sicherheit bringen. Und zwar zur ägyptischen Pyramide. Und dann, ach, man sieht, sie hat hier Warnwesten, habe ich gerade gesehen, an in ihrem. Guck mal, wie geil das aussieht. Oh,
Was ist denn das? Das sieht von der Seite ein bisschen aus wie hier von Stargate, die Dicken da. Hier diese, diese... Gar Dings da. Na, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Diese... Ja, auf jeden Fall die bei Stargate hier mit diesen komischen Teilen. Diesen Stäben da. Oh, so falschen gewechselt. Ja, das ist wieder dann Teil quasi des Abschlussrituals. Ich bringe die dann noch auf den Heimweg zumindest. So, dann dazu müssen wir allerdings zu Leslie wechseln. Sie hat nämlich die Sicherung. Kann nicht laufen. Ich komme nicht ran. Ach, ist das herrlich. So, dann einmal hier hin. Ja, das gehört irgendwie so dazu, denn wir haben das Spiel quasi fast durch. Und dann wird quasi als nächstes, es sind ja quasi kaum Abonnenten da, sonst würde ich eine Umfrage starten, was als nächstes gespielt werden soll. So habe ich mich jetzt mal für die Indiana Jones Reihe, also Teil 3 und 4 entschieden. Gefolgt von der Monkey Island Reihe, wobei ich da den dritten Teil vollkommen blind spielen muss. Oder was heißt muss, darf. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon tierisch drauf. Und jetzt tun wir hier die Münzen mal in die Bahn. Und die Bahn fährt mit einem schnarrenden Geräusch gleich los. Na komm. Die Bahn fährt in 10 Sekunden, die Bahn fährt in 5 Sekunden los. Bitte alles einsteigen, zurücktreten, bitte vom Gleis gehen und Abfahrt. Jawohl. Und dann kommen wir an bei unserem schönen VW-Bus T2 Modell mit dem seltenen Mars-Expeditionsumbau. Hier ist Leslie mit ihrer Sicherung. Sehr schön. Das heißt, wir gehen mal in den Bus hinein. Benutzen mal die Sicherung. Im Sicherungshalter ist nur eine Sicherung dabei. Und man braucht auch keine Ersatzsicherung. Mein Gott, man ist nur auf dem Mars. Da gibt es doch Ersicherungen in jeder Ecke. Also wirklich. So, und dann kommt da noch... Die Melissa dazu, wir schließen die Tür und wir, muss ich jetzt nochmal gucken, benutzen die Steuerung. Wir ziehen den Helm aus. Ich habe den Helm abgenommen. Und du ziehst auch deinen Helm aus, den brauchst du nicht mehr, kannst jetzt wieder hier lustige Bröckelchen kotzen. Ah ja, hier. 3, 2, 1, Zündung! Puh. Oh. Hui! Ja, wir sind im Dunkeln, warum auch immer. Ah, jetzt haben wir die Innenbeleuchtung. Nun machen wir es uns gemütlich. Der Flug dauert nun ganze 2 Monate. Ja, den Helm brauche ich nicht mehr. Ja, jetzt noch das Besenwesen dabei, das wär's doch. Und die geilen Würfel hier. Ja, das war's mit Melissa und Leslie. Dann haben wir jetzt hier Zack, der ist auch... Oh, da hätte ich jetzt fast den Hut aufgehabt. Den ganzen Kram noch an. Wollen wir den Sauerstofftank? Da sind nämlich gerade noch übrig. 8 Minuten, na, hat ja gut gepasst. So, dann müssen wir mit Annie hier einen Weg. Die muss ja leider zu Fuß gehen. Müssen wir wieder einen Weg aus dem Labyrinth des Sphinx herausfinden. Schauen, ob wir das hinbekommen. Also hier sage ich einfach mal, gehen wir einmal hier durch. Passt. Passt nicht. Im Endeffekt muss man jetzt ja nur darauf achten, dass man irgendwo rauskommt, wo hier das Sonnensymbol ist. Das müsste relativ gut zu bewerkstelligen sein. Hauptsächlich kommt man, glaube ich, wo die 3 Ägypter sind. Da muss man rein. Ja, bis jetzt passt es noch. Mal gucken beim Schiff. Nein.
Hier? Passt. Ja, so arbeiten wir uns durch das Labyrinth langsam, aber sicher zurück. Hier. Nein. Und wieder hier. Und passt. Oh, dann gucken wir mal da. Ich glaube, das war... Ne, das war sogar richtig. Jetzt mal links. Passt auch. Na. Und das, wie gesagt, ohne... Ohne Lösung, ohne irgendwas. Jawohl, und wir sind am Eingang. So. Auf geht's. Ab geht's. Ich hoffe jetzt, Annie kommt hier einfach rein. Ein Eingang wäre ja schon mal da. Und man sieht, es sieht ähnlich aus wie auf dem Mars. Auch hier Augen. Und hier ist es duster. Ein Sarkophag, eine Treppe. Ja, und Annie hat es geschafft. Sie ist auch am Hebel angekommen. Das heißt, jetzt ist endlich der Boden wieder begehbar. Ja, und dann kommen wir auch quasi schon zum Abschluss. Wir haben das Gerät hier gebaut. Wir haben das Kandelaber. Wir haben... Nein, wir haben den gelben Kristall. Wir haben den weißen Kristall. Na, in das Kristallaber jetzt. Und wir haben den blauen Kristall. Dann gehen wir in Position. Drücken den Schalter, wechseln zu Annie. Sie drückt den anderen Schalter und... Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt die schöne Abspannsequenz. Ja, da öffnet sich der Deckel der Pyramide, der geht dann so auf. Und wir haben jetzt plötzlich alles in Farben von... Hey, was passiert denn jetzt? Jetzt ist alles schiefgelaufen. Ja, Freunde. Es sind alles so... Bis bald. Pfup. Oh ja. Und das Ding ist kaputt. Das war unsere Verdummungsmaschine. Ja, das sind Zack und Annie. Na, ordentlich aufgestellt. Da wird mal schön gegrinst. Ja, es hat so Greenpeace-Farben angenommen. Das wollte ich sagen. Das rund um die Erde. Oh, da ist Annie aber etwas... Oh... Ja, sie nähern sich an. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Erde gerettet. Ja, liebe Freunde, das war Let's Play Zack McCracken and the Alien Mindbenders in der FM Towns Version, moderiert von Saints LP. Ja, ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Jetzt haben wir noch den Epilog, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir haben den Epilog. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Der King und seine kaponische Bande verließen die Erde. Ja, jetzt sind die Texte wieder zu langsam. Tut mir leid. Und suchten woanders in der Galaxie nach dümmeren Lebensformen. Müssen sie ja nur bei RTL 2. Oder bei RTL oder bei Pro7 oder Sat1. Finden sie doch genug. Die Menschheit erreichte sehr schnell die frühere Intelligenzstufe und... Ich stelle gerade mal die Titel ein bisschen schneller. Zack. Und... das scheint davon unbeeinflusst zu sein. Tauschte gutes Karma gegen den neuesten Fastfood-Hit, Eichhörnchenburger. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, ja. Esst mehr Eichhörnchen. Und die da unten, die grinsen sie in die Wette. Die sind bestimmt froh, wenn es rum ist, dass sie endlich die Lachmuskeln entspannen können. Niemand traute mehr der Telefongesellschaft.
Ja. Also wurden telepathische Gespräche und Traumtausch schnell beliebt. Ja, Traumtausch, das hat natürlich was. Nur 2,50 Dollar für die ersten 3 Minuten nach 11 Uhr nachts. Oh, so billig, mein Gott. Ja. 10 Minuten gebabbelt, kannst du auch hingeflogen sein. Der Urlaub der Mädchen wurde ihr großer Durchbruch. Ein berühmter Filmproduzent gab ihnen die Hauptrolle in Mars braucht Männer. Oh Gott, das klingt irgendwie nach so ein bisschen so einem Schmuddelfilm. Zack gewann den Friedensnobelpreis für die Rettung der Erde. Ja, keiner wusste davon. Und den Literaturnobelpreis für sein Buch über diese Geschichte. Na, das ist doch mal was. Zack und Annie verliebten sich. Oh, was niedlich. Und ihr Leben war noch viel besser, als sie es sich träumen ließen. Ja, das werden wir bei Zack McCracken 2 auf jeden Fall nochmal nachprüfen, ob das wirklich so gut funktioniert hat. Ende. Ja, das war's dann quasi wirklich jetzt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr bei den weiteren Titeln nochmal so reinschaut oder mich abonniert oder was auch immer. Könnt auch gerne kommentieren und machen und tun. Ja, hier haben wir nochmal einen Abspann. Und an der Stelle klinke ich mich dann auch aus. Macht's gut. Ciao, ciao.